Hi ho und herzlich willkommen zurück zu Mass Effect 2. Wir sind hier auf Horizon gelandet und haben die ersten Kontakte, die ersten freundlichen Kontakte mit den Kollektoren hinter uns. Die haben schon einige, also ziemlich die ganze Kolonie hier eingesammelt. Ashley Williams hält sich hier irgendwo auf. Unser Crewmitglied aus dem ersten Teil von Mass Effect, also auch eine sehr gute Freundin, Kameradin, Weggefährtin, wie auch immer, von von Commander Shepard. Ja, und wir müssen jetzt zusehen, dass wir die Verteidigungsanlagen von Horizon zum Laufen kriegen. Und damit starten wir am besten genau jetzt. Hier ist der Waffenspin. Der Mechaniker ist etwas, ich sage mal, wenig kooperativ. Der hat uns ein paar Infos gegeben und will seinen Bunker hier tunlichst nicht verlassen. Die feige Socke, okay, sie hat auch keinen Laserstrahler bei sich. Hallo Leiche! Ich reiß dich in Stück. Sie können sich nicht widersetzen. Ihre Hülle ist zerbrechlich. Verdammt, auf wen soll ich denn schießen? Meine Schilde sind unten. Wir sind die Vorboten ihres Schicksals. Ja. Und einen Vorboten habe ich gerade ins Jenseits befördert, nicht ins Schicksals. Viel Glück bei der Landung. Ableger? Was sind denn Ableger? Ich sehe nix! Oh, schön. Echt eklig, Mann. Das könnte nützlich sein. Und die Muni, die hier liegt, die kann auch nützlich sein. Da hinten ist noch ein Labor. Immer umgucken, immer einsammeln. Einsammeln ist wichtig. Einsammeln ist schön, deswegen werde ich alles einsammeln gehen. Gut, ist aber nur die Kantine. Und da es heute nur billigen, mageren Reis gab, ist sie auch nicht besonders gut besucht. Wir... Da hinten kämen wir noch hoch. Ich bin überrascht, dass wir nicht auf mehr eingefrorene Kolonisten gestoßen sind. Ja, das... vermutlich mittlerweile auf das Schiff der Kollektoren verladen. Wir sollten uns beeilen. Eben, das denke ich auch. Was macht denn mal meine Pistole? Genau. Der gönnen wir auch noch mal ein bisschen mehr Munition.
Okay, haben wir. Ich habe das Gefühl, hier sind wir auch schon gewesen. Verdammt. Oder? Nein, nein. Das gibt's doch nicht. Was wäre Mass Effect 2 ohne diese Dinger? Das sieht nicht gut aus. Wisst ihr was? Mal ganz... Nein! Warum nicht? Nein! Ich kann nicht speichern. So eine Scheiße. Dreck. Ich habe nämlich ein ganz schlechtes Gefühl bei solchen großen Plätzen. Genau das meine ich. Ich wusste es. Ach du Scheiße. Wieso hat er denn nicht geschossen mit seiner verkackten Pistole? Das werde ich wahrscheinlich erst beim Schneiden sehen. So ein Scheiß. Also, gleich Sturmgewehr. Oder, wenn möglich, vielleicht die Schrottflinte, oder? Nee, wir nehmen die 4, die Brandmuni. Feinde! Okay, keine gute Idee. Das war keine gute Idee. Das war wirklich keine gute Idee. Das müsste ihre Panzerung durchdringen. Alter, was? Gut. Gut, das heißt, wir brauchen vielleicht... So, der Nahkampf ist vielleicht nicht so geil. Das sollten vielleicht irgendeine Distanzposition wählen. Wählen. Vielleicht von hier drin. Ganz toll. Das Ding ist zu. So eine Scheiße. Ich glaube ja, wo ich spinne. Wenn diese verdammten Husks nicht wären. Habe die Schilde verloren. Lauf, Shepard, lauf. Ich will nicht, dass du schon wieder stirbst. Gut, das können wir auch heute noch den ganzen Tag machen.
Alles klar, wir haben doch noch diesen Laser. Wir müssen zusehen, dass wir diese Drecksviecher mit ihren scheißheftigen Biotikangriffen so schnell wie möglich weggeballert kriegen. Genau. So ein Laser ist doch was Feines. Zählt ihr das jetzt schon? Schwere Waffen! Der Transmitter. Na, siehst du, das ging doch. Aber ohne die schweren Waffen. Ihr habt's ja gesehen. Keine Chance ohne die scheiß schweren Waffen. Erstmal gucken, was hier noch so rumliegt. Da hinten hatten wir ja noch schon was. Genau, Energiezellen. Ja, ja, ja. Mehr Munition! Hahaha, mehr Munition! Dinger komme ich hier scheinbar gar nicht rein. Aber gut, dann ist es eben so. Ich kann ja auch niemanden zwingen. Ja, nee, ist klar. Doppelblau oben. Scheiße, da hatte ich ihn noch eben noch gesehen. Leute, ich brauche bitte doppelblau oben. Jawohl, jetzt brauche ich ganz viel Text. Jetzt brauche ich nochmal doppelblau oben. Da ist doppelblau oben. Sehr schön. Normandy, hören Sie mich? Joker hier. Das Signal ist schwach, Commander, aber wir hören Sie. Arschtritte für Kollektoren. Edie, kriegen Sie die Verteidigungstürme der Kolonie online? Fehler in der Kalibrierungssoftware sind leicht zu beheben, aber es wird eine Weile dauern, bis die Türme voll einsatzfähig sind. Ich empfehle, sich in Verteidigungsstellung zu begeben. Ich kann die erhöhte Leistung des Generators nicht verheimlichen. Na toll. Wir sitzen einfach nur dazwischen, während sie sich die Geschütze vornimmt. Noch irgendwelche hilfreichen Tipps? Nur eine. Feindliche Verstärkung rückt an. Ich rate dazu, die Waffen bereit zu halten. Yeah, super. Ich freue mich ja so. Wow, wo kommst du denn her? Das wird ein harter Treffer. Meine Angst wird dir erreichen. Sie können sich nicht widersetzen.
Wir tun, was wir können. Also man kann über Jack ja wirklich sagen, was man will, aber im Kampf ist hier echt eine Eins. Eine echte Eins. Also, ich fand eigentlich, das reicht bisweilen. Los, rüber da. Sequenzielles Hochfahren initiiert. Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 40%. Verstärkung. Es ist schön. Ach, halt doch die Schnauze, du Nasenbär. Du hast das falsch gelesen. Du bist kein Vorbote, du bist eine Frostbeule. Oder auch ein Eiterpickel. Ist Auslegungssache in deinem Fall. Das müsste sie ausbremsen. Was macht er da eigentlich? Sidesteps oder was? Vielleicht ist er auch nur... Guardian Schiffsabwehrbatterien bei 60%. Synchronisiere Zielprotokolle mit Systemen der Normandy. Turmverteidigung fortsetzen. Da ist er auch nur Postbote und gar kein Vorbote. Und wieder einen Vorboten gekocht. Ich geb bald den Löffel ab. Schaffst du die anderen mal vom Hals? Ja, dann renn doch nicht so weit nach vorne. Und unten bleiben. Ach, was wäre eine Granate, was fein ist jetzt. Schuss bereit. War das El Ultimo? Das kann's nicht gewesen sein. Da kommen sicher gleich noch mehr. Wie gesagt, ich habe eigentlich für meinen Teil genug. Betäubungsschuss bereit.
Hab ich Einschläge. Ihn? Kollektorenschiff ist getroffen. Die Tina. Ja! Ja! Es gibt keinen Grund zu bleiben. Die meisten der Kolonisten sind dann... Nein, lassen Sie sie nicht entkommen! Wir können nichts mehr tun. Sie sind weg. Die halbe Kolonie ist da drin. Sie haben Egan und Sam und Lilith. Tun Sie was! Ich habe mein Bestes gegeben. Sie haben sich lediglich in ihrem verdammten Bunker verkrochen. Ohne Shepard wären Sie jetzt alle an Bord dieses Schiffes. Shepard? Moment! Den Namen kenne ich. Natürlich erinnere ich mich an Sie. Sie sind irgend so ein großer Held der Allianz. Commander Shepard, Captain der Normandy, erster menschlicher Spectre, Retter der Citadel. Sie sind gerade in Gesellschaft einer Legende, Delan, zurückgekehrt von den Toten. Wir haben so viele gute Leute verloren. Und dann wird man auch noch zurückgelassen. Das passt. Scheiß drauf. Ich bin fertig mit euch Typen von der Allianz. Ich dachte, sie wären tot, Commander. Das dachten wir alle. Es ist zu lange her, Ash. Wie ist es Ihnen ergangen? Das ist alles. Sie tauchen nach 2 Jahren einfach auf und tun so, als wäre nichts passiert? Ich wäre Ihnen überall hin gefolgt, Commander. Ich dachte, Sie wären tot. Sie waren mehr als nur unser Commander. Warum haben Sie nicht versucht, Kontakt zu mir aufzunehmen? Warum haben Sie mich nicht informiert, dass Sie noch leben? Ich konnte nicht. Ich lag die letzten 2 Jahre in einer Art Koma, während Cerberus mich wieder zusammengesetzt hat. Sie sind jetzt bei Cerberus? Garrus auch? Ich kann nicht glauben, dass die Meldungen korrekt waren. Meldungen? Heißt das, Sie wussten Bescheid? Der Geheimdienst der Allianz sagt, dass womöglich Cerberus hinter unseren verschwundenen Kolonien steckt. Wir haben einen Hinweis erhalten, dass hier das nächste Ziel sein würde. Ich war bei Anderson, aber er wollte nicht reden. Es gab Gerüchte, dass sie nicht tot sind und schlimmer, dass sie für den Feind arbeiten. Cerberus und ich wollen dasselbe, unsere Kolonien retten. Das bedeutet nicht, dass ich unter ihrem Befehl stehe. Glauben Sie das wirklich? Oder will Cerberus lediglich, dass Sie das glauben? Ich wollte glauben, dass Sie am Leben sind. Aber so etwas hätte ich niemals erwartet. Sie haben allem den Rücken zugekehrt, wofür wir früher eingetreten sind. Ash, Sie kennen mich. Sie wissen, dass ich so etwas wie das hier nur aus den richtigen Gründen tun würde. Sie konnten es selbst beobachten. Die Kollektoren haben es auf Kolonien der Menschen abgesehen. Und sie arbeiten mit den Reapern zusammen. Ich würde Ihnen gern glauben, Shepard. Aber ich traue Cerberus nicht. Und es beunruhigt mich, dass Sie das offenbar tun. Was haben Sie mit Ihnen gemacht? Was ist, wenn Sie dahinter stecken? Was ist, wenn Sie diejenigen sind, die mit den Kollektoren zusammenarbeiten? Verdammt, Williams. Sie sind so auf Cerberus fixiert, dass Sie die tatsächliche Bedrohung völlig ignorieren. Verdammt. Beides, was ich sage, kann das total... Also, es gibt Frauen, bei denen, naja, sind beides nicht so die perfekten Antworten. Sie lassen zu, dass Ihnen das Wissen über Ihre Vergangenheit den Blick auf die Tatsachen verstellt. Oder aber Sie glauben, Cerberus etwas zu schulden, weil die Sie gerettet haben. Vielleicht liegt's an Ihnen. Ist auch egal. Ich weiß noch immer, wem meine Loyalität gebührt. Ich bin eine Soldatin der Allianz. Es steckt mir im Blut. Ich werde auf der Citadel Bericht erstatten. Sollen die entscheiden, ob sie ihre Geschichte glauben oder nicht. Tja, Ashley Williams. Ich denke nicht, dass sie mit uns kommen wird.
Ehrlich gesagt, möchte ich sie auch gar nicht mitnehmen. Ich frage sie trotzdem. Ich könnte jemanden wie sie in meiner Crew brauchen, Ash. Es wäre wie in alten Zeiten. Nein, wäre es nicht. Ich mag Aliens zwar nicht, aber Cerberus ist extremistisch. Für so eine Gruppe würde ich niemals arbeiten. Leben Sie wohl, Commander. Viel Glück. Joker, das Shuttle soll uns abholen. Ich habe genug von dieser Kolonie. Tja, und genau das kann halt werden, genau das kann passieren, wenn man zu verbohrt gegen eine Sache vorgeht und gegen eine Sache argumentiert und schade. Wirklich schade, weil mit Ashley Williams ist der Herr Shepard ja nun wirklich durch dick und dünn gegangen. Aber naja, vielleicht wird das ja noch mit ein bisschen Geduld und Spucke, wer weiß. Jedenfalls ist unsere Folge auch wieder total am Ende und ich merke auch, dass ich auch langsam total am Ende bin. Ah, nein, nein, den Huster schneide ich auch nicht raus. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, macht's was Feines. Und, oh Gott, Moment, muss man durchzählen. Ich habe keine Ahnung, ob heute Weihnachten ist, also jetzt, heute, wo ihr es guckt. Sollte Weihnachten schon gewesen sein oder wenn Weihnachten heute schon ist oder wenn es ein bisschen das später ist oder sonst was, mir egal. Auf jeden Fall schon mal ein fröhliches Weihnachtsfest. Euch allen. Happy Birthday, Jesus. Brudi. Macht's was Feines. Gute Nacht.